Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns dieses Mal gedacht, wir zeigen euch auch mal das Rundherum vom Legoland. Denn im Legoland waren wir ja jetzt oft genug, aber im Feriendorf umso weniger. Und dadurch, dass wir empfunden haben, dass es doch ein bisschen verwirrend sein kann hier im Feriendorf und auch keiner genau weiß, wie der Campingplatz aussieht, nehmen wir euch mit. Und wir haben uns jetzt von unserem Wohnmobil auf den Weg gemacht in Richtung restliches Feriendorf. Was vielleicht interessant ist zum Campingplatz, ihr habt es gesehen, wir sind hereingefahren mit diesem Schnell-Check-In quasi, mit diesem Barcode, den wir gescannt haben. Das war speziell auf jeden Fall im Gegensatz zu anderen Campingplätzen, wo wir schon mal waren. Und was auch noch interessant ist, ist, dass ihr bitte ein langes Ladekabel mitnehmen müsst oder ihr stellt euch direkt neben eins von diesen Steckern. Denn speziell wir, also diese blauen Stempen, da kommt der Strom raus, auf jeden Fall hier. Und wir sind da sehr weit weggestanden von so einem Stecker und da war das Kabel direkt zu kurz. Das ist vollkommen richtig und damit auch herzlich willkommen von mir. Der Campingplatz, ja, Plätze sind sehr schön, teilweise ein bisschen abschüssig und steinig. Also ihr müsst da, auch wenn ihr mit Zelt kommt oder nicht so gute Heringe habt, wie zum Beispiel wir, dann müsst ihr drauf schauen, dass ihr euch die nicht abbrecht, weil der Untergrund doch sehr, sehr steinig und schotterig ist. Wir haben ja schon fast überlegt, ob wir uns eine Bohrmaschine holen. Ja. Ansonsten ist der Campingplatz aber sehr, sehr schön hier. Und es gibt in der Mitte, wo wir jetzt sind, auch hier die Waschanlage. Das heißt, hier habt ihr Möglichkeit, natürlich aufs Klo zu gehen, euch zu duschen, Zähne putzen. Und auch das Geschirr. Das Geschirr, das ist alles sehr sauber und alles sehr, ja, sehr in Ordnung. Ja. Also wir haben uns dieses Mal, Rita ist übrigens kein großer Campingfan eigentlich, aber wir haben uns dazu entschieden, dieses Mal auf den Campingplatz zu fahren. Ja. Wo gehen wir als nächstes hin? Hier noch ein paar kleine Eindrücke vom Legoland Campingplatz. Ziemlich voll hier, also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr hier reserviert. Definitiv. Aber was ich auch gut finde, was mir jetzt noch eingefallen ist, die Plätze sind recht groß. Ja, also man kann auch mit, wir haben da kein großes Problem, aber man kann auch mit etwas größerem Kaliber hier anrücken. Oder vielleicht auch nicht so gute Fahrer, so wie es ich wahrscheinlich wäre. Ich hätte mir auch zugetraut, dort einzupacken. Ja. Aber teilweise sind ich bin aber noch nie mit dem Wohnmobil gefahren. Also. Auch wieder richtig, ja. Als nächstes, glaube ich, schauen wir dort rüber in dieses pompöse Piratenschlüffel. Meine Mutter. Zu den Ritter kommen wir erst später, deswegen habe ich es jetzt verwechselt. Meine Mutter hat in der Früh beim Frühstück hier rüber geschaut, weil da hat man einen direkten Ausblick quasi zu den Piraten und war dann direkt enttäuscht und hat gesagt, sie hat sich die Ritterburg schon anders vorgestellt. Worauf wir dezent irritiert waren. Also das ist natürlich schon. Sie hat vom Piratenlehrer gesprochen. Jetzt komme ich auch schon durcheinander. Richtig, ein Fort, eine Burg ist das hier schon. Übrigens, es ist jetzt schon Nachmittag. Wir haben uns gedacht, wir machen die Tour, wann wenig los ist hier im Feriendorf. Dann haben wir einfach die Ruhe weg und können hier alles schön filmen. Außerdem, ja, wenn hier abends zum Beispiel tausende Kinder am Spielplatz herumwuseln, dann möchten wir auch nicht alles niederfilmen. Stimmt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Cut und es geht dann weiter im Piratenteil. Rita ist in der Pirateninsel angekommen, wo es ihr natürlich sehr gut gefällt, weil hier lauter echte Männer sind. Echte Männer mit echten Schatzkarten, wo der Schatz schon eingezeichnet ist. Also hier im Areal ist natürlich nicht nur der Campingplatz, sondern es gibt hier auch mehrere Themenhotels, was ich total cool finde. Und eines davon ist das Piratenfuhr, wo wir jetzt gleich mal reinschauen werden. Mir gefällt cool hier die Szenerie besonders gut. Leider sind das zwar keine echten Palmen, aber im Lego-Design. Diese Teile zum Beispiel sind bei Lego extrem teuer. Die alten Palmenteile kann man sich fast gar nicht mehr leisten. Schau, wir sind nirgends hingekommen auf Urlaub, wo es richtige Palmen gibt, aber wenigstens solche. Ganz richtig, ja.
Das alles, was ihr hier seht, von hier links bis einmal hier hinten rundum, wo das Schiff ist, ist alles ein Hotel. Ja? Das heißt, hier könnt ihr rausschauen aus den Hotelzimmerfenstern, wenn ihr hier Gast seid. Wir werden auch schauen, vielleicht können wir kurz einen Sneak Peek auch ins Innere des Hotels wagen. Und ich liebe einfach diese Szenerie hier. Also ich würde hier gerne mal übernachten. Super. Und was auch toll ist, muss ich sagen, sie haben hier diesen speziellen Boden, was wie so ein, ja, keine Ahnung, so ein Plastikgemisch ist. Den haben sie hier rundherum auch immer bei den Spielplätzen und der ist sehr weich. Ja. Also wir haben schon gesagt, wenn man etwas getrunken hat und da drüber geht, ich glaube, das ist nicht so ideal, aber sonst so zum Herumtollen natürlich perfekt. Und natürlich auch für die Kiddies, die hier am Abend herumlaufen und sich dann weniger wehtun. Auch sehr toll, also es gibt hier jede Menge Spielplätze. Ich bin mir sicher, dass wir gar nicht alle filmen werden können, weil das zu viel sind. Aber schaut euch mal dieses geile Piratenschiff hier an. Und also das ist wirklich, glaube ich, ein großer, großer Kindheitstraum, mal hier auf so einem echten Lego-Piratenschiff herumzuklettern. Und auch dieser Totenkopf hier, das sieht wirklich, wirklich nett aus. Genauso wie die Fassade des gesamten Hotels. Also das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich glaube nämlich auch, dass vielen eigentlich diese Spielplätze fast noch besser gefallen als das Legoland. Wir hatten ja heute in der Früh am Campingplatz die Diskussion, wo eins der Kinder gesagt hat, es möchte lieber das Lego-Set aufbauen, als ins Legoland hineingehen. Ja, Riesenstreiterei in einem Nachbarwohnwagen. Ja. Das Kind wollte nicht ins Legoland, sondern lieber Lego bauen. Also die Lego-Sets für die Kinder vielleicht erst am letzten Tag kaufen. Ja, genau. So wie wir das gemacht haben natürlich. Aber ihr kennt uns, Rick konnte sich wieder nicht zurückhalten. Ja, ich verstehe es. Aber hier, das sieht schon wirklich, wirklich nett aus, auch mit diesen Aufschriften hier und den ganzen Fischen. Schilden. Fischen seht ihr hier hinten, genau, hier auch immer wieder kleine Dekos aus Lego. Und ja, also wenn es nach dem geht, dann wünschen wir uns natürlich sofort eine große Piratenserie zurück. Oder Rita? Da wäre ich sogar auch dabei, denn die echten Männer, die hätte ich schon gerne in meiner Stadt, das muss ich schon sagen. Oh ja, also wir haben ja eine kleine Piratenlagune im Vergnügungspark, aber wir wissen, es gibt sehr, sehr viele Piratenfans unter euch. Schauen wir mal, ob wir dort im Piratenhafen auch noch einen kleinen Shot zusammenbringen. Hier auch das Innenleben der Pirateninsel total cool gemacht. Mit lauter Wandstickern und Figuren und einem Mast hier. Also bei den Hotels haben sie sich wirklich, wirklich was angetan. Sieht ähnlich aus wie das Ritter-Layout. Ich drehe noch eine Runde auf dem Boot und ich muss sagen, was mir sehr, sehr sympathisch ist, ist nicht nur, dass für die Kids hier sehr viel zu tun ist und sehr, sehr coole Spielplätze sind, sondern was auch noch cool ist, ist, dass sehr viele Sitzgelegenheiten rundherum sind. Fässer, normale Bänke, Boote und so weiter und so fort, wo man sich auch mal als Erwachsener entspannen kann oder vielleicht auch als Kind, wenn man zwischendurch sich einen Snack von den Eltern holt. Direkt gegenüber der Rezeption, wo wir auch gleich hingehen, am zentralen Bereich, findet sich das Piratengolf. Eine Minigolfanlage, wo Rita immer hingehen will. Vielleicht machen wir das mal am Abend. Ja, wir haben das noch nie gemacht, muss ich sagen. Ich muss aber auch sagen, dass ich beim Minigolf grottenschlecht bin. Ja. Und ich habe mir gerade die Preise angesehen. Als Erwachsener zahlt ihr 6 Euro, Kinder 5 Euro, eine Familienkarte mit 4 Personen 19 Euro. Kann man sogar reingehen. Zusatzperson 4. Verleih an der Rezeption. Perfekt, weil die Rezeption ist genau gegenüber. Ah, ja, natürlich, Schläger und Bälle müssen ja irgendwo herkommen. Cool ist auf jeden Fall, dass man sich das hier einmal anschauen kann, auch wenn man gar nicht spielt. Also die Bahnen sind hier natürlich piratenmäßig thematisiert. Und das sieht mir jetzt nach einer Menge Spaß aus, weil sonst ist es eh oft so, dass die, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr einen Minigolfplatz bei euch in der Nähe habt, dass die Bahnen immer sehr ähnlich ausschauen. Ja. Dass es immer das mit dem Korb gibt und immer das, keine Ahnung, mit dem Looping. Das sieht hier aber sehr, sehr nett aus. Da könnte auch Christoph gefoltert werden. Da hinten gibt es sowas, wo man sich so reinhängen kann. Übrigens, solltet ihr Gast hier im Feriendorf sein, könnt ihr natürlich euer Auto überall hier auf die sehr großzügigen Parkplätze parken. Dann müsst ihr auch keine Parkgebühr bezahlen, was sehr praktisch ist.
Und Frau Kollegin Ritter, ich glaube, wir gehen jetzt in Richtung der Rezeption. Genau. Für alle, die so orientierungslos sind wie ich, soll es ja auch geben. Man kommt, wenn man quasi ins Feriendorf fährt, hier die Straße herunter. Das heißt, man hat rechts dann das Piratenhotel, gerade vor sich den Campingplatz, wo wir hineingefahren sind. Etwas links die Ninjago-Hütte. Also hier ist, das war jetzt vom Schwenk vielleicht ein wenig schnell. Hier Sorry. Ist der Campingplatz, hier ist das Piratenfort. Genau. Ninjago, die Ninjago, neue Hütte. Schauen wir auch mal, was das kann. Und links daneben, direkt neben dem Ninjago, ist die Rezeption. Ja, also in die Richtung falls ihr da gehen einchecken jetzt. Müsst. Ja. Genau. Ritterburg ist noch etwas weiter hinten. Also falls ihr die gebucht habt, aber dort gehen wir auf jeden Fall auch noch hin. Nochmal kurz eine kleine Side-Story zum Thema Camping. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert oder auch nicht, keine Ahnung. Aber Christoph sagt trotzdem. Dass das Ritter-Camping nicht interessiert, war zuerst eine glatte Lüge. Sie mochte es nicht, bevor sie mich kennengelernt hat. Aber mit mir hat Ritter das die Campen wirklich Liebe kennengelernt. Und sie fährt jetzt lieber campen als in ein 5-Stern-Hotel und das kann ich voll nachvollziehen. Zurück zum Programm. Genau. Wir stehen direkt vor dem Ninjago-Hotel, was ja jetzt neu gebaut wurde. Hat so ein bisschen Motelstil, wenn ihr mich fragt. Also man geht da so außen in die Zimmer rein. Als Amerika-Fan. Mein ja. Christoph, ein Motel. Und es ist, soweit wir das gesehen haben, pro Charakter, also für Lloyd und so, wie die alle heißen, ein Haus hier. Wir können leider nicht in ein Zimmer reinschauen, weil wir dort nicht Gast aber sind. Aber sehr schöne Balkone. Aber es sind auch die Tapeten oder die Wände sind, Moment, ich gehe außen rundum, weil dann kann ich dich filmen, wenn du hier durch diese Pagode durchgehst. Und auch finde ich von der Begrünung her sehr schick. Ja, also man kommt sich wirklich vor wie irgendwo in, oh, da ist jetzt das Sonnenlicht nicht ideal, wie irgendwo in Japan. Also wenn ihr hier gebucht habt, das ist das neue Hotel, welches jetzt 2022 eröffnet hat, dann habt ihr hier rechts zum Beispiel einen Eingang und dann auf der anderen Seite habt ihr entweder eine kleine Terrasse oder im ersten Stock einen Balkon. Genau. Ich finde, sie sehen ganz schick aus. Was ich von den Fotos gesehen habe, sind auch die Zimmer sehr schön. Ja. Also wenn man Ninjago-Fan ist, definitiv empfehlenswert. Ja. Und also das würden wir euch auf jeden Fall auch empfehlen. Die Hotels kosten alle hier, diese Themenhotels, so Pi mal Daumen gleich viel. Und fragt eure Kinder am besten einfach, oder fragt euch selbst, was für Fans ihr seid. Ritter ist Camping-Fan, deswegen sind wir am Campingplatz. Aber das geht natürlich auch anders, wenn... Man kann sich einfach mehr Lego leisten, wenn man am Campingplatz ist. Ja, richtig. Ja. Also wir haben geschaut, jetzt ist ja noch Hauptsaison hier, weil in vielen Bundesländern ja noch Sommerferien sind. Ja. Mitte August kostet ein schönes Zimmerchen hier schon zwischen 250 und 300 Euro und das ist schon einiges. Also der Campingplatz übrigens 42 Euro pro Nacht, egal wie viele Leute. Hier die Rezeption, also wenn ihr gebucht habt und oder etwas braucht, dann könnt ihr auch natürlich hier hinschauen. 24 Stunden geöffnet und die helfen euch natürlich auch gerne weiter, wenn ihr Fragen habt bezüglich eurer Tickets, eurer Karte. Wir haben uns hier unsere Jahreskarte verlängern lassen, haben wieder eine neue bekommen jetzt. Sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Hier ist euch auch immer was los, also auch untertags. Und ja, Rita, wohin gehen wir jetzt? Jetzt kommen wir zu einem noch wichtigeren Teil, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Hinten, irgendwo sollte doch dieser Shop sein noch. Vollkommen richtig, ja. Ich habe gerade gedacht, was kann noch wichtiger sein als die Rezeption? Unser Campingwagen, so. Wo du ja nächtigst, Rita. Aha, ja. Übrigens ist auch hier ein Geldautomat, falls ihr schnell mal Bargeld braucht. Dann, was man zeigen kann. Ja. Ab nach hier drüben. Mhm. Und wir sind jetzt, soweit ich mich richtig erinnere, also wir wollen euch ein Video präsentieren, wo wir euch durchs Feriendorf des Legolands führen und haben uns irgendwie selbst ein wenig verirrt. Also man kann auch auf jeden Fall hier auf den Plänen nachschauen, die immer wieder hier ausgestellt sind und es ist riesengroß hier. Ich würde sagen, wir gehen mal hier außen rundum und schalten dann wieder die Kamera ein, weil sonst sind wir lost. Lost, in transition. Ich habe euch gesagt, dass meine Orientierung nicht brillant ist. Ich habe leider die Rückseite von Dschungelbuffet bzw. Steakhouse mit dem Shop verwechselt. Also sorry for that. Da, wo wir zuerst gerade vorbeigegangen sind, das ist die Rückseite
von den Restaurants, aber hier gegenüber finden wir den Shop, der hier ja, im Legoland zur Verfügung steht, im Legoland Feriendorf zur Verfügung steht, was quasi sowas ist wie ein Best-of-Shop mit dem ganzen Sortiment halt komprimiert. Also Nummer 1 vom Steakhouse können wir euch vielleicht gegen Ende des Videos noch einen kleinen Einspieler machen, weil wir dort heute Abend einen Tisch reserviert haben und wie Rita richtig gesagt hat, das ist der Ort für all jene, die im Legoland irgendwas vergessen haben. Von 8 bis 11 und 17 bis 21 Uhr, gell? Schauen wir kurz mal rein. Ja. Also hier gibt es alles Mögliche, was ihr in den Parks auch finden könnt. Sachen, die nichts mit Lego zu tun haben, kennt ihr ja auch schon aus den Shops. Und auch viele coole Gewandsachen für die Kids. Puzzle, Aufbewahrungsbehältnisse, Trinkflaschen, Lego Friends Sets, alle möglichen anderen Sets, Duplo Sets, aber alles halt in einer komprimierten Form. Genau, also wenn ihr schon im Legoland drin wart und dort eingekauft habt, dann seht ihr hier nicht viel Neues. Aber falls ihr was vergessen habt oder euren Lieben noch ein Souvenir mitnehmen wollt, dann ist das vielleicht die letzte Möglichkeit, wo ihr noch schön einkaufen könnt. Und auch wir haben hier, oder wir sind hier wieder auf die Idee gekommen, dass wir zum Beispiel das Set gerne noch haben wollen. Oh ja. Und kaufen wir zwar nicht hier, weil es zum Listenpreis angeboten wird, aber woanders werden wir das Set auf jeden Fall mal kaufen, denke ich. Setmäßig haben sie hier also viele Themen rein, auch wie gesagt Magazine, was uns sehr gefreut hat, jede Menge. Und hier sollte also jeder, der nach dem Legoland noch immer nicht genug hat, sollte hier etwas finden. Für die Nacht was zu bauen. Beispiel auch Harry Potter und Jurassic Park und Mario, diverse Polybags sogar. Also hier ist wirklich, wirklich für jeden was dabei. Und cool auf jeden Fall auch, dass der Shop bis 21 Uhr geöffnet hat. Ja, Ritas Lieblingsserie momentan. Aber ich habe schon gesagt, das kaufen wir jetzt noch nicht, sondern erst demnächst. Direkt hinter dem Shop finden sich die Ägypter, die in Bungalows wohnen. Ich habe immer geglaubt, in Pyramiden. Nein, in Bungalows. Die sehen aber mega aus, muss ich sagen. Also die gefallen mir richtig, richtig gut. Ja. Und auch mit einer sehr netten Sitzgelegenheit davor. Das Einzige, der Skorpion macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Aber auch wenn ihr hier wohnt, habt ihr so einen netten, netten Vorgarten mit Spielplatz, wo ihr eure Kleinen im Blick haben könnt. Und ja, natürlich jede Menge Spaß, will ich hoffen. Da hat man sowieso. Würde mich interessieren, wie diese Zimmer von innen aussehen. Oh ja. Sicher sehr ägyptisch angehaucht. Und es dürfte allen Ernstes noch Leute geben, die Pharao Quest Sets von Lego kennen, die es ja schon lange Zeit nicht mehr gibt. Aber wenn ihr dazu gehört, dann quartiert euch dann einfach im ägyptischen Bereich ein, der eigentlich auch relativ groß ist. Und ja, also die Wände und Teppiche, und ich bin mir sicher, dass die Tapeten drinnen auch wieder so gestaltet sind. Wenn das kein sandfarbener Stein ist. Eben von außen. Und wir haben hier natürlich unseren Oberaufpasser. Das heißt, jeder, der hier schläft, ist auf jeden Fall gut bewacht vor bösen Baronen. Wir haben hier, Rita, stelle ich dazu, zu deinem alten Freund. Wie könnte es anders sein? Johnny himself? Oder ist es er jetzt überhaupt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht, aber es macht vielleicht ein Double. Ich möchte mir gerne seinen Hut aufsetzen, aber er hat ihn so fest auf, dass ich ihn leider nicht aufsetze. Es ist heute wieder ziemlich heiß. Gegenüber ist vielleicht auch noch interessant, also quasi, ja, wir waren jetzt da beim Shop. Ja, da trinkt er mit dem Mikrofon. Bei den Ägyptern und gegenüber auch noch ein großer Spielplatz. Erstmal mit so einer Art Kartbahn mit Dreiradlern drauf. Da ist gestern auch echt mega mäßig abgegangen. Ja, wir müssen da drüben auch noch hingehen, denn da ist der Hochseilgarten. Oh ja, ein Hochseilgarten. Für den müsst ihr zwar auch extra zahlen, was wir gesehen haben. Ich bin mir mit den Preisen wieder nicht mehr ganz sicher. Aber dafür könnt ihr dann gleich losstarten und euch da hinauf begeben. Es gibt verschiedene Höhen, die ihr euch aussuchen könnt. Also je nachdem, ob ihr Anfänger oder schon fortgeschrittener seid, habt ihr das sicher auch
sehr viel Spaß. Ja, also für alle Kinder, die auch nach Parkschluss noch immer Energie haben oder auch Erwachsene, keine Ahnung. Unvorstellbar. Wir haben es meistens nicht mehr. Gibt es hier so viele Spielplätze und so viele Aktivitäten. Also wir haben schon gesehen, Minigolf, hier ein wirklich cooler Spielplatz eigentlich. Also auch für alle Altersgruppen. Es gibt auch Spielplätze, die speziell auch für Tim geeignet wären. Und hier ist eben dieser Hochseilklettergarten, wo man verschiedene Parcours durchlaufen oder durchklettern kann. Und hinten sogar dieser Flying Fox über den See drüber. Nämlich mehrere Flying Foxes. Also quasi einmal geht's oben drüber, dann seitlich vorbei. Ich glaube, mindestens drei oder so sind da, was wir gestern die Leute fliegen gesehen haben. Ja. Wir sind nicht geklettert, hatten aber eben auch nicht so viel Energie, dass ich jetzt gesagt hätte, ich hau mich da jetzt noch rein. Dass wir da jetzt noch Gas geben, aber genau. Vielleicht macht das Tim mal für uns und der nimmt dann eine Kamera auf einen Bauchgurt mit und zeigt euch dann, wie das von oben aussieht. Hochzeitsreise verbracht haben. Wir sind auf Flitterwochen im Legoland gewesen, wenn das nicht ein Leben für Lego und Romantik pur war. Wir haben davon auch ein Video gemacht, das heißt, wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr das gerne noch anschauen. Ich bin mir sicher, dass die Zimmer noch genauso aussehen. Da seht ihr alles im Detail, von Frühstück bis den Zimmern. Genau, wir haben da hinten geschlafen, hinten unten. Richtig, ja. Also hier war Ritas Gemach, als sie hier übernachtet hat. Es gibt hier rechts die Drachenburg, links die Ritterburg, die, glaube ich, sehr ähnlich aussehen. Und die Königsburg. Geradeaus die Königsburg, wo das Restaurant drinnen ist, wenn ich mich nicht täusche. Und was hier auch total schön ist, es ist thematisch auch, mir gefällt zwar irgendwie jetzt auf dem zweiten Blick das bei den Piraten ein bisschen besser. Natürlich am besten gefällt mir der Campingplatz, das ist sowieso klar. Was hier aber auch cool ist, ist, dass sie hier so viele Aufbauten haben, wie hier den Ritter mit dem Pferd und hier den Drachen. Also das ist auch wirklich, wirklich schön gemacht. Hier natürlich auch mit Spielplatz. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten das Fenster irgendwo hier hinter dem Busch und ab 6 Uhr morgens waren hier schon die verrückten Jungs mit ihren total müden Eltern auf dem Spielplatz und mussten hier schon aufpassen, weil die Kinder schon nicht mehr schlafen konnten. Das war wirklich, wirklich crazy, aber so auch sehr schön, sehr angenehm hier mit den vielen Bäumen und Sitzgelegenheiten. Ganz richtig. Mhm. Ich bin jetzt hier gerade im Inneren der Königsburg, nur damit ihr da mal auch einen kleinen Vorgeschmack bekommt. Das sind die Gänge hier, wirklich sehr, sehr cool. Türen alle bedruckt oder beklebt, keine Ahnung, ob das Sticker sind. Und das ist das Restaurant oder der Vorraum zum Restaurant. Also es wurde auf jeden Fall Zeit, dass es wieder Ritter gibt und hier auch oben wunderbarer Lüster, wo es dann zu den Zimmern rauf geht. Und uns gefallen, Rita ist jetzt zwar draußen geblieben, aber uns gefallen einfach immer diese Aufbauten hier. Die sind teilweise sogar besser als die im Legoland selbst. Unglaublich, was sie da hier leisten. Also hier bekommt man schon einiges geboten, wenn man Hotelgast ist. Und hungrig müsst ihr natürlich auch bei den Rittern nicht sein. Es gibt dort ein riesengroßes Restaurant, man kann dort frühstücken und alle möglichen, rittermäßigen Sachen zu sich nehmen. Also direkt wieder mal was für Ritter und mich wäre, denn wir essen ja gerne dort beim Feuerdrachen. Hier gibt es Pizza, hier gibt es Spaghetti, natürlich sehr kindergerechte Essen, aber es gibt auch Ritterspieße, viel mit Fleisch, Burger. Müssten wir direkt mal probieren. Es gibt auch immer so eine Art Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt oder ob es zu viel spiegelt. Auch einen Roggenfladen, Rosmarinus, gefällt mir auch sehr gut, Rinderfetzen und so weiter. Das Einzige, was wir gesehen haben, und da würden wir euch auf jeden Fall auch eine Empfehlung dafür abgeben, ist, dass man nicht nur das Hotelzimmer reservieren muss im Legoland, sondern auch die Restaurants. Wie gesagt, wir haben heute Abend noch einen Tisch im Steakhouse und uns wurde gesagt, dass wir den, ich weiß nicht, ob das ein Marketing-Gag war, den allerletzten Tisch bekommen. Ich bin schon gespannt, ob das voll ist später. Wir werden dann mal hinschauen. Man muss auf jeden Fall reservieren, steht bei den Infotafeln. Also ich würde es euch empfehlen, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Ja wir werden es rausfinden, weil wir gehen ja nachher sowieso hin. Ja. Eine halbe Wanderung später, das Feriendorf ist ziemlich weitläufig, sind wir jetzt von den Rittern angekommen bei einer Siedlung mit, was für mich aussieht, Rennen Formel 1 Bungalows. Also übrigens, das sind verschiedene hier. Als ihr euch verlauft, habt ihr auch hier immer so übersichtliche Schilder. Ja.
Vorne sind nämlich welche vom Johnny Thunder, glaube ich. Kann leicht sein, dort werden wir hingehen. Kurz noch, ja. Schöner Mercedes-Van. Dort unten ist der Weg, wo es zum Legoland geht. Da geht ihr ungefähr, keine Ahnung, wie schnell ihr geht, aber nicht mal 5 Minuten bis ins Legoland. Seid dann beim hinteren Eingang und kommt bei den Ägyptern raus. Genau. Also habt so mehr oder weniger einen Exklusiveingang. Und auch nicht verwirren lassen von unserem Rundgang, denn wenn ihr hier zum Beispiel wohnt, ist natürlich der kürzere Weg von der Rezeption direkt hier runter. Man kann auch vom Campingplatz, also kommt man quasi, wenn man ins Legoland gehen will, hier runter, muss nicht über die Ritterburg gehen. Ja. Weil es ist schon ein Umweg auch. Ganz richtig. Also wir sind jetzt kreuz und quer herumgegangen, haben uns auch mehrere Male verlaufen. Hier sind, wie gesagt, immer wieder Spielplätze für verschiedene Altersgruppen. Mhm. Das heißt, da gibt es die ganz wilden für, keine Ahnung, 10-, 12-Jährige. Oder ihr geht dorthin, wo etwas kleinere auch ihren Spaß haben und sich am besten nicht wehtun. Und ich will ja nichts sagen, aber... Ja, ist das Rita, nicht Johnny Thunder? Du bist wirklich sehr intelligent, daran habe ich nie gezweifelt. Aber wir haben hier rechts auch noch so Bungalows mit Johnny Thunder. Lustig, dass der nicht bei den Ägyptern dabei ist, sondern hier. Ich denke mal, dass die alle, wir werden jetzt mal einfach beim Legoland-Holidays.de Service anfragen, ob wir mal eine Exklusivführung für euch machen dürfen und hier alle Hotelzimmer auch mal von innen ein wenig filmen. Oder wir fragen einfach Leute, die hier wohnen, ob wir kurz mal in ihren Hotelzimmern filmen dürfen. Die haben sicher eine Aber ich glaube, soweit ich das sehe, die sehen vom Querschnitt, hier haben wir zum Beispiel einen Spielplatz mit Flugzeug, auch total cool. Die sehen alle vom Grundriss her ähnlich aus. Ja. Sind alles so Bungalows mit vorne einer Art Veranda. Und hier noch so Ritterbungalows. Ja, genau. Also das passt irgendwie nicht hierhin. Ritterbungalows. Na gut, wenn wir Ägypterbungalows haben, warum dann nicht auch Ritterbungalows? Ja, eben. Also haben wenn auch ihr schon so gehaust. Keinen Platz mehr in der großen Ritterburg bekommt und ihr seid so große Ritterfans, dann könnt ihr vielleicht auch hier noch nächtigen. Gefällt mir aber ehrlich gesagt ein wenig besser direkt in der Ritterburg. Ich weiß nicht vom Flair her. Hier Bungalow. Aber gut, hier haben wir zum Beispiel auch einen Ritterburgen. Spielplatz. Genau. Und also damit ihr euch auskennt, alles sehr cool. Eben jetzt kommen wir von diesen Bungalows quasi vom Legoland zurück und dann ist vor uns das Ninjago-Quartier und links geht's zum Camping. Richtig, dort wo wir jetzt wieder hingehen. Mit den Fässern, die zeigen wir euch auch noch. Also wir sind jetzt mehr oder weniger eine Runde gegangen. Übrigens richtig, ich glaube, ich habe dir heute noch gar kein Kompliment gemacht für dein Outfit. Danke. Und das, obwohl wir heute ja eher einen Relax-Tag hier haben. Ja, aber wir gehen ja noch essen. Und, ja stimmt, wir gehen noch essen. Muss man feiern. Ja. Hast du dich für mich hübsch gemacht? Ja, natürlich. In deinem Unterton erkenne ich, dass das nicht ernst gemeint war. Hier sehen wir also noch die andere Seite der Ninjago Hotelreihe. Genau, und die Campingfässer. Keine Ahnung, ob hier jemand wohnt oder ob man hier reingehen darf. Auf jeden Fall sind hier, das gehört eigentlich zum Campingplatz, gibt es hier noch so Campingfässer. Moment, ich schau mal, ob hier jemand. Ach, so sieht das also aus. Das sind so Fässer, in denen man auch wahrscheinlich sehr gut wohnen kann. Ich will jetzt hier nicht reingehen, weil ich will nicht, dass dort Leute gerade ein Nickerchen machen und wir filmen beim Fenster rein. Das sieht alles nach mehr oder weniger einem Raum aus. Ich weiß nicht, ob hier überhaupt ein Klo oder ein Badezimmer dabei ist oder ob das nur ein Raum ist, wo man dann mehr oder weniger Zähne putzen und duschen auf den Campingplatz rüber muss. Auf jeden Fall auch sehr, sehr nett und die sind, glaube ich, ein bisschen günstiger als wie die regulären Hotels. Und wir gehen zurück zum Campingplatz und dann geht's ab zum Essen. Ich habe schon so, so Hunger. Richtig, ja. Also wir verabschieden uns jetzt noch nicht von euch. Ihr kennt uns ja mittlerweile, haben wir ja viele Videos, wo wir uns verabschieden und dann kommen wir doch wieder mit einem kurzen Sneak daher. Sneak. Wir werden euch jetzt dann noch kurz sagen, wie es dort in diesem Restaurant aussieht. Dem Steakhouse, Dschungelbuffet. Gut gelaunt. Ich glaube, dass man dort auch bowlen gehen kann. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie viel dort los ist. Außerdem wollen wir dort die Leute nicht stören, wenn die gerade beim Essen sind. Ich hoffe, euch hat die Tour durchs Feriendorf ein wenig gefallen. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr noch etwas Spezielles sehen wollt, dann werden wir das bei einem nächsten Video auf jeden Fall noch beleuchten.
ob ihr mich beim Piratengolf sehen wollt. Ich bin trottig, ich schwör's. Jetzt bin ich zuerst mal dran, um mit diesen kleinen Flugzeugen zu fliegen und du bist dran, um mit diesem Powerbuilder von Ninjago zu fliegen. Ja, natürlich, klar. Also, bis später, ich esse mal was. So, wir sind im Steakhouse angelangt und ich muss sagen, mein Filetsteak sieht wunderbar aus. Christoph hat sich übrigens das gleiche genommen, bloß mit einer Ofenkartoffel. Und meine Mutter hat sich für die Garnelen entschieden. Sieht auch sehr, sehr lecker aus. Ich würde sagen, Mahlzeit.